Also Startspieler wieder das ganz alte Deck, ja? Oh, die Regeln mische ich mal nicht mit ein. Startspieler ist, wer die Regeln auswendig kennt. Wer die Regeln eingemischt hat. Genau. Hast du gesehen, wie souverän ich das mit einer Hand gedreht habe? Genau. Ja, aber das hat nicht geklappt. Startspieler ist, wer zuletzt Eiscreme gegessen hat. Das war bei mir Montag. In der Kantine. Da muss ich passen. Eiscreme. Nee. Guck mal. Fastenzeit. Ja. Ja, nicht in meinem Verein. So, aber es ist jetzt eigentlich nur gleich wichtig, wer sozusagen den ersten Hammer fallen lässt. Wohl, eigentlich ist der Startspieler völlig egal, weil den ersten Hammer lässt ja der fallen, der in Punkten am weitesten hinten ist. Ach so. Ja, aber wir machen es jetzt reihum so, dass ich quasi oben bin, das heißt, bei Gleichstand werde ich Startspieler. Ja, dann. So. So. Jetzt müsst ihr eure Burg bauen. Jetzt bauen wir unsere Burg. Na, sowas. Das Spiel ist immer wieder eine echte Herausforderung. Ich habe sowas von keine Idee. Alles, was du damals bei Lego gelernt hast, ne? Ja, aber die pappen ja nicht zusammen. Das ist ja das Problem. Ja, auch die Überlegung, was wäre denn ein stabilisierender Faktor? Genau, und wo kann man den König dann noch hinlegen? Der kann sich auch hinstellen lassen. Oh. Ja. Meiner stellt sich hin, weil das ein cooler König ist. Ich meine, weniger Punkte, wenn das so macht. Ich glaube, ich muss das bei mir zu mir aufbauen. Also diese langen Dinger sind Zweier, die anderen sind Einer. Muss man also gar nicht auseinandernehmen. Ich bin noch nicht so weit. Das gefällt auf jeden Fall. Das ist mir zu gefährlich. Aber ich will euer's auch nicht kopieren. Das ist doch langweilig. Wir haben es ja auch nicht gleich. Naja. Muss das. Ich plane jetzt eine sichere Burg und dabei ist das wahrscheinlich der totale Untergang. So, schön kompakt, dann kann alles... Leute, die am Anfang so einen Turm bauen, weißt du, so. Aber ich muss meinen König schützen, deswegen mache ich das nicht. Aber ich mache das so zur Kamera, das sieht besser aus, ne? Ja. Für die Fans. Hast du den auch da rein? Ja. Oh. Das ist auch ein Zweier, glaube ich, ne? Ja. Also, nur diese L-Förmigen sind einer, ne? Die anderen sind, glaube ich, Zweier, oder? Ich drehe mal jetzt gleich auch und dann... Also, das heißt... Du musst so ein Stück weg. Ja, ich gleich. Erst zählen und dann drehe ich das. Also dann habe ich hier 2, 4, 5 Punkte, 6 Punkte, 10 Punkte. Okay. Dann kannst du das darstellen? Oder? So. 10 Punkte für Jörg. So, ich habe in der zweiten Ebene... zweimal, vier in der zweiten Ebene sind 8 Punkte, 9, 10. Warte mal, 11. Warte mal. Wieso habe ich da gar nichts draufgestellt? Ja. Okay. Ja, ist ja gerade die beste. Ich hätte gerne 12 Punkte. So. Ach, da unten geht es lang. So, jetzt sehe ich es natürlich bei mir. Also, das ist ein Einer, 2, 3, 4, 5, 6 und der Zweier ist doppelt. Dann hast du auch 10 Punkte. So, das heißt jetzt. Von der Reihenfolge von eben bist du ja oben auf, das ist ja richtig. Das heißt, jetzt kommt der erste Angriff. André, du darfst beginnen. Wie gesagt, nur loslassen, keinen Schubs geben. So. Moment, die Fenster müssen auch nicht mehr in eine Richtung ausgerichtet Nein. sein, oder? Gut. Senkrecht. Ja, ist gut. So. Wohin ich den stelle, ist egal. Irgendwo, oder? Die Basis muss irgendwo auf der. So, und jetzt kann ich aber den. Der Jörg dreht den Burg vorsichtig. Also, da muss ich aufpassen. Wir müssen nochmal. Zeig nochmal den Abstand hier. Okay. Und mir passt auch noch? Ja, bei dir ist ja alles. So. Ich bin wieder drauf, ne? Jetzt kommt was Leim. Ja, Leim, aber das hält nicht so. Diesen Sekundenkleber brauchst du jetzt. Das so. Heißt, ich stelle ihn jetzt mit der Basis irgendwo drauf und lässt ihn dann los in eine Richtung. Das ist natürlich sehr gefährlich. Jetzt darfst nur du den Plümpel wegnehmen, ne? Das Katapult. So, das sind 2 Punkte für dich. Okay.
So, dann können wir jetzt aufhören. Mal zwei Fenster? Mal zwei Fenster, genau. Okay. Ja, das geht von da bis da. Uah, der rutscht unten weg. Ja, ja, eben. Ist ein bisschen Technik auch bei. So, so, Technik. Ja, sind auch nur zwei Punkte. Der ist ein bisschen zur Seite gerutscht. Da, wo er nicht hin sollte. Das mal rechnen, genau. Jörgsburg hat noch am meisten zu geben, ne? Mhm. Oh, ja. Gefährlich, gefährlich. So, also jetzt ist wieder wer, wenn am 2-2 wer am meisten oben ist. Das heißt, du fängst, ne, Jörg fängt an jetzt, ne? Mhm. Okay. Die Burg von André sieht so schön. Der König ist auch vor allen Dingen, der fällt fast. Ich will dich jetzt nicht beeinflussen, aber. Ja, ja. Ja, da steht dieses Haus. So, ich muss oben drauf halten, ne? Oh, das war ein guter Schuss. 2 und 7 für den König. 2 und 7 für den König, 21. Jetzt kannst du den abbauen. Ne, du bist da dran. Achso, ich dachte, wir gehen jetzt rein. Nee, du bist am weitesten hinten. Okay. Und oben drauf. Wieso ist er am weitesten hinten? Ach. Du bist ja, hast ja schon gezogen. Ja, nee. Ja, weil wir beiden auf dem gleichen sind. Wir beide auf der 12. Ah, jetzt haben wir weggerutscht. Fehlschuss, ja. Ja. Dann profitiert Volker davon. Ja, das ist ein bisschen. Oh Mann, einen Punkt kriege ich. Das ist aber 2. Ja. So, das heißt, das kommt weg. Ja. Jetzt rechnen wir aus, also Jörg und ich kriegen jeweils 12 Punkte, weil wir die Mannschaft noch da haben und du kriegst 5. 12 sind 33 und 26 und ich kriege 5. So, du kannst mir die Trümmerteile mal geben für die zweite Runde. Jetzt darfst du dir zuerst 3 Teile hier aus der Kiste aussuchen, denn du bist am weitesten hinten. Ich kann ja auch die gleichen nehmen. Mhm. Du kannst aber auch so die tollen Punkte-Dinger nehmen. Ja, die müssen nur gut stehen. Ich kann ja 3 nehmen. Jo. Ich habe 3. Ja, ich bin dran, genau, stimmt, ja. Dann sind diese natürlich wirklich gut stabil, so vom Bauen her, ne? Obwohl ich diese hier auch gerne mag. Die bauen so eine schöne, glatte Oberfläche. Ach, man ist dann immer so. Ich mache das so wie du. Mhm. Dann darfst du dir auch noch 3 aussuchen. Ja, darf ich mir auch 3 aussuchen. Also. Wir können schon mal, wenn wir wollen, losbauen. Du kannst also jetzt wieder 9 küssen, 9 König, ne? Hab mal so ein Dreierfenster. König ist tot. Lang lebe. Mhm. Wer auch immer hinterherkommt. So. Ta-ta-ta-ta. Sowas. Okay. So. Dann bauen wir was. Der liegt da schlecht, der König. Doch super. Er rutscht ja schon runter. Ich habe einen ganz schlappen König hier. Das wird mir runterfallen. Ich werde nicht viele Punkte bekommen am Anfang. Aber es ist irgendwie. Doch ein anderes Teil auswählen soll, fällt mir gerade auf. Ja, schlecht, ne? Ja, ja, ist egal. Die falschen Baumeister hast. Ja, vielleicht, ja. Man wartet immer auf den einen richtig guten Schuss, ne? Hm.
gedacht, wenn der Dreier in Ebene 3 ist, ist das einfach cooler. Ne? Ja, das überlege ich gerade. Und dann ist der Platz für den König halt sehr, sehr wackelig. Jetzt kann ich den König doch legen, wenn ich den hier so lege. Das so ein bisschen rüber. Man soll ja versetzt bauen bei Lego, ne? Kriegen kein Geld von Lego übrigens. Es hat ja auch so viel von diesen Klemmbausteinen. Ja. Ich war jetzt in einem Megastore eines anderen Klemmbausteinanbieters. Weil wir haben Lego gesagt. Dann kann ich auch Bluebricks sagen. Aber nicht in Dortmund, oder? Doch, doch in Dortmund. Ah. Komm mal mit deiner Burg. Das war unglaublich. Meine Burg ist noch nicht bereit. So. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Punkte ich habe. Ja, ich kann ja mal wir fangen bei dir an. Du hast auf dem Boden 1, 2, 3, 4. Das ist auch so ein L-Stein hier, ne? Mhm. Oder ist das so ein. Das ist der L-Stein. Das ist ein L-Stein. Das ist auch ein L-Stein, oder? Ja. Okay. Du hast drei L-Steine. Ja, drei. Also 1, 2, 3 L-Steine auf Ebene 1. 3, 5. 5. Dann hast du auf Ebene 2 den. Sind 9. Und nochmal 2. Sind 13. Und 3 mal 3 sind 9, sind 22. 22. 55. So, ich habe auf Ebene 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 4 mal 2 sind 8, dann bin ich bei 14 plus 9 sind 23. 23, 49. So, kannst du das bei dir selber oder soll ich gucken? Ich sehe nicht viel. Also das ist wahrscheinlich 2. Ja. Nur die L-Scheine sind 1. 3, 4. Dann hast du 2 mal 4 da drauf, sind 12. Und 9 sind 21. 21, dann 38. Bin ich bei 38. Dann hast du auf jeden Fall den ersten Schuss. Da kannst du jetzt schön den Dreierstein bei Jörg holen. Ne? Ja, aber bei meinem Glück und wie ich da gerade eben schon weggerutscht bin. Ah, super. 5 okay. Punkte, ne? 5 Punkte. Ja, das ist ja schon mal was. Nicht, dass es mir am Ende 43. Die sieht einfach besser aus. Ne? Mach doch bei Jörg weiter. Habe ich auch überlegt. Ja. Ne? Wir müssen uns eigentlich verbünden jetzt. Ja. Sicher, gegen Jörg. Das ist hier das Motto übrigens. Ja. Ne? Warum auch? Wir müssen. Boah! 14! Allein weil du so schön meckerst. 14, 59, und 63. Und guck mal hier, das eine, der steht schon in der Luft. 63. Wir müssen gegen Jörg spielen. Das ganze Spiel hat nichts mit Würfeln zu tun. Der König so. Ist tot. 10. 10 für Jörg. Dann sind du musst wir den aufheben. 65. Du bist auch beim zweiten Schuss der Erste. Ja, guck mal. Da. Ja, aber da vorne, das lächelt mich so an. Der ist ja wirklich, der steht in der Luft da, der Zweier. Brauche ich ja ein paar Punkte von euch. Aber... Das ist nicht mein Spiel. Das ist einfach nicht. Nein. Bin ich der Zweite? Ich will aber bei André jetzt. Da ist einfach zu viel zu holen. Ich habe ja. Stabiles. Zwölf. Stabiles anders. Stabiles anders und es sah so gut aus. 2, 4, 6 sind 18 und 3 sind 21. Jo, Jörg. Hm. 21 sind 84. Bin ich fällig, glaube ich. Ne? Nein, 2 Punkte. Die Perspektive ist aber auch kacke. Man muss aber auch sagen, Volker ist der Einzige, der wirklich gut dran sitzt. Ja, das muss die Erklärung sein. Ja, so. Sind wir in der dritten Runde schon wieder. Also wir hätten hier spielen müssen. Wir müssen jetzt einmal bewerten. Ich kriege noch 5 Punkte. Meine Fresse, ey. 5 Punkte, dann bist du bei 89. So, und jetzt. Dann gehen wir zum Aufbau. Genau. Ich frage mich, wer liegt hinten? Wie viel darf ich ziehen? Du kannst natürlich auch noch von den Trümmern hier gucken, worauf du Bock hast. Ach ja. Mann, ey. So, was Neues ausprobieren. 3 Stück? Mhm. Mhm, toll.
1. Dann sind noch nicht mehr die richtigen Teile verfügbar. Das ist... Ja, von den flachen Türmen gibt es nur 4. Misslich. 5 und 2 haben wir jeder. Ja. Jetzt sind wir wegschießen müssen. Ja, habe ich versucht. Ich habe daneben geschossen, wie du gemerkt hast. Eigentlich war das nur so ein Erdbeben-Einschlag, der den Turm gebracht hat von daneben. Ne? Also wenn du das auf dem Campingtisch spielst, übrigens, kannst du mehrere Bogen gleichzeitig kaputt machen, indem du einfach nur eine Vibration erzeugst. Ach komm, jetzt schläft er bei mir auch mal. Kann ich das hier machen? Ja, egal. So. Wir brauchen jetzt Dächer. Der wackelt auch so schon das Ganze. Wahrscheinlich, dass ich spiele ja auch auf der Kippe. Ja, du spielst auf der Kippe. Genau. Also ich habe so viele Kippe Nachteile, ich weiß überhaupt nicht, warum ich überhaupt mitspiele. Ja, das muss ich auch mal, ich mache das mal eben hier. Die letzte Burg muss halten, danach gibt es ja noch eine Baumeisterbewertung am Schluss. Ne? Oh Gott. Ja. Der König muss auch noch irgendwo hin. Komm, ich hole sowieso... meine ganzen Punkte nur über die Baumeisteraktion. Danach werde ich wahrscheinlich wieder weggeschossen. Das ist so die Frage. Ne? So. Du könntest ja auch mehr zu euch rüberlegen, dann steht. Oh, guck mal hier. Nee, guck mal hier. Nee, kann man nicht. Das wackelt spannend. Aber auch schon. Ja, das ist dann, du kannst eine andere Platte haben. Ich habe noch eine Bodenplatte. Ja. Ach, dann verliere ich jetzt und habe nachher eine gute Ausrede. Ich hatte gar keine Chance, meine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Aber die ist echt. Also wenn es jetzt deutlich besser wird, dann will ich eine Revanche im nächsten Jahr. Ja, die ist steht etwas besser. So. Jetzt habe ich natürlich gar keine Befestigungsanlage. Ich finde, meine sieht auch schön aus. Das stimmt. Hat so ein bisschen was Gotisches. So jetzt. Nein, Romanisches. Das sind gotische Fenster auf jeden Fall. Die Türen sind allerdings eher romanisch. Ich weiß natürlich auch nicht, wieso die taiwanische Fachkenntnis von sowas ist. Taiwanesisch, ne? Ich denke, die haben einen Rundflug über Münster gemacht und den Dom und die Lambertikirche gesehen, dass sie gedacht, das passt. So, das kriegen wir als eine Kirche hin. Ich habe so blöde Dinge ausgesucht. Ich muss ja auch zu meiner Verteidigung oder eurer Verteidigung zugeben, du spielst die Kids haben das Spiel geliebt. Ja. Ich habe das schon sehr häufig gemacht. Das heißt nicht, dass ich jetzt gewinne, aber es gibt mir schon einen Vorteil. Man gewöhnt sich an den Stößel. Jörg, was denn? Ist kein Schatz. Meinst du nicht? Soll ich dir den schon mal geben? Ich übernehme den. Wir können ja schon Punkte rechnen. Ich denke, ich muss ihn mindestens einmal fallen lassen, dann wäre es mein drittes Mal. Das ist auch noch ein L-Stein, okay. Hier noch ein Vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind dann 2, 4, 6 mal 2 sind 15. 3 mal 2 sind 21 und 9 sind 30. 30 Punkte, das heißt, du gehst mal so mit 119. Du hast mich gleich eingeholt. Wir merken uns mal, dass du schon drüber bist. Du hast 1, 2, dann hast du noch 8 dazu und nochmal 9. Also 8, 10, 19. Ich habe 1, 52. 1, 2, 52. 4, 6. Das sind nochmal 2, 8. Das ist Ebene 2. Das sind 6, ne? Das sind 14 und das ist Ebene 3. Das sind also 23. 23, dann hast du 70, 90. Dann Stößel. Nee, ich glaube, andere beginnen. Ja, also, das mag ja sein. Ja. Noch mal ein bisschen näher. So. So. Was wir gerade machen, ne? Ist ja egal. So, und jetzt lasse ich den wieder wegrutschen. Also, das ist für mich echt eine blöde Haltung. Kannst du hier aufstehen? Nee.
Ja. Deshalb gilt die Regel, dass ich runternehmen darf. Drei. Ich, ne? Irgendwie habt ihr euch auf mich eingeschossen. Ja, du liegst, glaube ich, knapp vorne. Ach so. Meine Jörg kann versuchen, den Abstand zum Letztplatzierten noch zu erhöhen. Das will ich nicht. Oh, nur den König getötet. Nur gezielten Schuss. Mann. Dann sind wir bei 97. Nein, jetzt ist er mir weggerutscht. Mal so gar nichts. Das heißt, jetzt hast, sind wir du, hast du mir zweiten, meine Punkte gegeben? Ja, sicher. Gut. So, jetzt, du hast es jetzt ein bisschen für mich geöffnet. Ich habe den Volker für dich geöffnet eigentlich. So. 12. Ja, guck mal, ich komme ran. 12, dann bin ich bei 77. Eigentlich ist André dran. Klar. Wenn du noch gewinnen willst, musst du mich killen, denn das ist dein letzter Schuss. Ich darf bei der letzten Bauwertung keine Punkte. Ja, aber dein sieht unglaublich stabil aus. Andres kann man so. Ich bin Informatiker, ich kann überhaupt nicht bauen. Und ich habe schon wieder so einen schlechten Guckwinkel hier. Sieht aber gut aus. Muss man langsam loslassen. Der kommt gut, der kommt gut. Entfernungsabschätzen, ne? Dabei ist es Mitte zu Mitte. Einiges ist total einfach. Ich muss jetzt bei André, weil du bist ja, du schießt ja nicht mehr. Das ist der letzte Schuss im Spiel, ja, ne? Dann hole ich noch so viele Punkte, wie geht. Zwölf. Beides. Nein! Ja! Krieg ich die? Nee. 12. Ich krieg die auch nicht. 12. Jetzt gibt es noch mal eine Bauwertung für die Ruine. 30. 3. Und 6 mal 2 sind 12. Ich krieg noch 15 Punkte. 15 3. Punkte sind 4. 46. 6. Und 9. 15. 15. Wir kriegen auch noch beide 5 für den General. Und noch 5 für den General. Kriege ich auch noch. 117 und noch 5 sind 51. So, und was wird jetzt bei mir bewertet? Ich sehe kein 1, Fenster. 2, 3, 4. Nee, also, und dann 4 mal 2 sind 8. 2 und 8 und 9 wieder. Das 19. Ist ja nicht so gut gegangen. 19. Dann bin ich bei 96. Ja, ist das Spiel schon zu Ende. Lass mich mal schnell die Punktzahl notieren. Ja. 96 für dich. Das war jetzt das Probespiel. Jetzt schon richtig. Wie viel hat Jörg? 117. Und ich? 151. Knapp gewonnen. Ja. Das lass uns durchgehen als Sieg. Unglaublich.